Heute reagieren wir auf den F1 24 Trailer, der erst gestern online kam, Leute. Es geht wirklich Schlag auf Schlag. Es kommt auch in 3 Tagen direkt der nächste Trailer und zwar das erste Gameplay. Aber jetzt mal hier rein, denn in diesem Video ist mehr versteckt, als ihr vielleicht glaubt. Deswegen gucken wir uns das Ganze ganz genau an und werden auch das ein oder andere Mal zurückspulen, um sich das noch einmal anzugucken. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok bei. Und wir starten rein. It's finally here. Das ist schon mal sehr cool. Allein wenn ich mir das so angucke, wir haben in den ersten Bildern schon so viele Game-Face-Ausschnitte gesehen, dass es wirklich insane geht. Ich gehe mal hier zurück, nämlich wenn sich hier, hier, genau dieser Kopf, habt ihr den gesehen? Und auch hier, die Boxeneinsicht von Valtteri Bottas, das ist einfach insane. So, dann hier nochmal Max Verstappen. Genau, who will it be? Boah, diese Musik. Es ist halt typisch Good Vibes, da bin ich wirklich mega dabei. Ich habe auch noch einige Fragen und ihr könnt sie mir beantworten. Schaut auch unbedingt gern auf TikTok vorbei. Die Nummer 1, ja, Verstappen, das ist by the way das Gameface gewesen. Also wenn ich mir das noch einmal hier angucke, ist das hier echt oder Gameface? Das ist schwierig zu beantworten, aber ich glaube, es sieht mir doch eher aus wie Gameface. Und hier guckt euch mal die Spiegelungen, auch wenn wir leider wieder nicht eine Unreal Engine 4 oder so bekommen haben, wie es zuerst geheißen hat. Es ist wieder diese Echo, keine Ahnung wie das heißt, Engine geworden. Dennoch muss ich sagen, die putzt da nochmal einiges raus. Der Grid ist einfach nur top. Boah. Natürlich bei Ryan hier ein paar Ausschnitte. Miami, auch sehr, sehr toll mit diesen blauen Farben. Ja, der Zweikampf, oh, Rouge rauf, einfach nur Porno, wirklich. Und jetzt mal, habt ihr das gehört, Leute? Wir gehen gleich noch einmal zurück. Das hat sich für mich angehört wie eine echte Bottas-Stimme. Wir gehen noch einmal hier zurück und gucken uns das noch einmal an. Haha, habt ihr das gehört nochmal? Ich glaube, was sehen wir die Nummer hier? Das hört sich für mich unnormal nach Valtteri Bottas an. Ja, Verstappen darf das Ganze natürlich schon mal testen, aber nicht nur er, sondern auch ein paar E-Sportler, auch ein paar Spins und... Boah, cool. Monaco, boah. Da haben wir die Skyfall-Runde vom vergangenen Jahr, glaube ich, von Verstappen. Die hat man damit reingenommen. Also das war wirklich schön ganz nah an die Mauer rangekommen. Oh mein Gott. Hier dann Silverstone im Regen. Was steht hier? Close to the grid, precision track updates. Gut. Das ist gut, das ist gut. Und ich denke mal auch, dass es das bedeutet, dass man jetzt theoretisch, man sieht auch die Curbs eingeblendet, dass die im Regen dann doch etwas rutschiger sind wie im Trockenen. Das, finde ich, gab es auch im letzten Formel 1 nicht. Da wird es auch noch ein Video dazu geben, was ich mir wünsche für F1 24 und vor allem auch, was mich an F1 23 gestört hat. Falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst es mich gerne wissen. Sehr, sehr cool. Der Helm vom Verstappen. Ja, man hat alle... So. Ein kleines Quiz hier, Leute. Wo befindet sich dieses kleine Eckchen? Ich bin mir ziemlich unsicher gewesen. Also ich habe wirklich lange gerätselt. Ich bin dann auf, habt ihr schon? Schreibt es in die Kommentare unbedingt. Ich bin dann irgendwie auf Katar gekommen. Doch ist das Turn 1 in Katar? Wir haben hier zwar diese Boxenausfallslinie, aber seit wann ist in Katar rechts so ein komisches Fältchen hier? Ich bin sehr unsicher, was für eine Strecke und vor allem welche Kurve auf dieser Strecke ist es, denn ich bin mir fast sicher, dass dies Katar sein muss. Schreibt es in die Kommentare. Boah, dieser Fight, auch die Innenperspektive. Hier hatten wir auch dann direkt mal einen Leak von der Innenperspektive. Da muss ich ehrlich gesagt gestehen, man hat kaum was geändert. Also es ist ziemlich die gleiche Übersicht, auch von dieser Halo-Perspektive. Man hat hier wieder oben links dieses, diese KMH, den Gang, dann die Sektorzeit, die Temperaturen der Reifen. Und das war's dann eigentlich. Also kaum irgendwie Fortschritte. So, was haben wir hier? Da steht... Be one of the 20. All new career mode.
Und da bin ich auch sehr gespannt, was dieser New Career Mode bringen wird. Oh, hier dann, oh, sehr, sehr cool. Ich glaube, das ist auch, by the way, dann das Cover von der Fans 24. Can you beat me? Werden wir dann sehen, auf jeden Fall. Be one of the 20. Können wir Verstappen schlagen? Sehr, 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 sehr hyped. Und das war's dann leider auch schon, was uns die EA-Leute geboten haben. Doch einmal möchte ich noch zurückkommen hier auf diesen Sound. Den hatten wir... Na, das war schon. Na, come on, wo war denn das? So, da. So, hier. Das hört sich für mich unnormal nach Bottas an. Also, seid mir, don't judge me. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir werden auch, by the way, gleich noch einmal auf die beiden. Wir werden auch, by the way, noch einmal kurz auf die neuen Körper gucken. Die schauen wir jetzt mal gleich an. Und was soll ich euch sagen? Das Normale sieht irgendwie wirklich aus, wie wenn es top wäre. Man hat hier tatsächlich mit Norris, Hamilton und Leclerc erneut die gleichen drei Fahrer wie im 23er genommen. Auch mit diesen Autos und so weiter. Cooler Hintergrund. Schaut eigentlich alles sehr stimmig aus. Bei Verstappen hat man ein Bild von 2023 gewählt. Ist ehrlich gesagt auch klar. Aber muss ich ehrlich gesagt sagen, ich hätte mir eine Champions Edition gewünscht, wo alle drei Champions drauf sind. Ich weiß, natürlich ist nur Verstappen der amtierende Champion. Doch wenn man es so genau nimmt, haben wir drei Champions. Und wie lange haben wir noch diese drei Champions in der Königsklasse? Und da würde es mich echt freuen, wenn man da so ein bisschen ins Jahr 21, glaube ich, war Vettel auch noch drauf. Und Alonso und Hamilton und Verstappen. Und nein, Verstappen war, glaube ich, das war dann 22, ich weiß nicht mehr genau. Aber das Cover war einfach nur top. Was sagt ihr zu diesem Trailer und was denkt ihr über meine Prognosen? Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gern kostenlos den Channel. Falls ihr noch nicht habt, würde mich auch gerne über ein Däumchen herum freuen. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.